So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Clash of Clans. Heute werden wir uns intensiver über mit dem Update beschäftigen und halt drüber reden, was kommen wird. Ich kann euch einiges berichten. Ich habe euch in dem letzten Video den Link zum Update in die Beschreibung gepackt. Das werde ich auch diesmal nochmal tun. Morgen sollte dann das Update kommen. Vielleicht lade ich das dann erst auch morgens hoch, dieses Video. Ich konnte mein Versprechen vielleicht doch nicht halten, aber wir werden es noch sehen. Ich werde so lange noch Angriffe zeigen. So, also. Erstmal, ja, keine Wiederholung. Mist. Zeigen wir hier Wiederholung. Also zum Beispiel, es kommt auf jeden Fall für Rathaus 10er, wird es einen Drachen Level 5 geben. Der sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Da solltet ihr auf jeden Fall mal den Link in der Beschreibung abchecken. Zum Update, dann seht ihr, richtig geil sieht der aus. Hat aber sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Drachen auf Level 4. Ich habe euch gesagt, es wird eine dunkle Zauberspruchfabrik kommen. Und kommt doch kein irgendwie Schnelligkeitszauber oder so. Ich weiß jetzt nur von zwei Zaubern. Also einmal den Erdbebenzauber, dem Earthquake-Zauber und dem Giftzauber Poison Spell. Der Erdbebenzauber, den könnt ihr zum Beispiel auf Gebäuden einsetzen. Der schadet den Gebäuden auch etwas. Ihr könnt ja jetzt 11 Tränke mitnehmen, also zum Beispiel ein Blitzzauber verschwendet 2 Plätze und ein Earthquake, also Erdbebenzauber, verschwendet nur einen Platz dagegen. Also könntet ihr 11 davon mitnehmen und damit zum Beispiel auf die Lager gehen. Ja. Dafür wollen die aber neu einführen. Das müsst ihr jetzt nochmal den letzten Tag ausnutzen. Den Blitzzauber, der macht den Ressourcenlagern nichts mehr aus. Dann gibt es noch den Giftzauber, der wird auch kommen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel aus dem angesagten Updater von der Seite. Ihr könnt zum Beispiel den Giftzauber bei Clan-Truppen des Gegners auf die Clan-Truppen halt setzen und die bekommen einigermaßen an Schaden. Da solltet ihr aber auch dann mehrere mit haben, damit ihr die Clan-Truppen fertig machen wollt. Wenn ihr die komplett fertig machen wollt, ihr könnt auch Bogis nehmen sonst. Dann haben wir noch zwei neue Ligen. Weil hier zum Beispiel bei den besten Spielern, die gehen ja auch gar nicht mehr höher. Also die wollen nicht über 5000 Trophäen gehen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, über 5000 sein. Wenn, auf jeden Fall wird das neu eingeführt. Dann wird es einmal die Titanliga und die Legendenliga. Einmal Titan and Legend League geben. Da wird es auf jeden Fall bessere Belohnungen geben, aber wird auch richtig geil bestimmt. Ja, mehr habe ich dann nicht zu berichten. Rathaus 11 kommt auf keinen Fall. Wird in diesem Update auf jeden Fall nicht kommen, haben die uns berichtet, so. Ja, das war's dann mit dem Update. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare. Ich werde mir die wichtigen Fragen dann raussuchen. Und die dann beantworten. So, jetzt werde ich den Clan wechseln. Ich werde erstmal meinen Bro befördern. So. Und dann werde ich. Ja, doch. Dann werde ich auf jeden Fall wieder zum Dragon Mode wechseln. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja, doch, das Lesezeichen ist trotzdem gespeichert. Ich hoffe, die Mitglieder gehen jetzt nicht raus. Ich werde jetzt auch inaktiv sein, deswegen. Also, weil ich ja nicht mehr da bin, ist ja logisch. Und ich hoffe, deswegen gehen die dann nicht raus. Es wäre blöde. Ja, dann, ja, ist auf Einladung. Ich freue mich schon wieder in dem Clan zu sein. Oh, nee.
Blutmann 2. So, beitreten. Damit die auch mich wieder erkennen. Die müssten mich eigentlich noch kennen, zum Beispiel Vikines oder Aragorn. Ja, die ganzen Leute da. So, senden wir das mal. Ja, da haben wir schon wieder 5 Minuten aufgenommen. Dann werden wir noch einmal angreifen. Also mit meinem Clan habe ich noch nie Clankrieg gehabt, irgendwie. Voll lol. Ja, waren immer zu wenig Mitglieder. Wir waren einmal 9 Mitglieder, aber die sind... Ne, wir waren sogar einmal 11. Aber nicht alle waren noch für Clankrieg geeignet. 2 wollten nicht und... Ich meine, einer war noch gesperrt vom letzten Clankrieg. Natürlich schlecht dann. Ich hoffe immer noch, dass jemand sein Rathaus außen stehen hat. Ich werde heute nicht Road to Meister weiterführen, sondern erst nächstes Mal wieder. Sonst könntet ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was für Challenges ich noch machen könnte. Oder ihr schreibt halt euer Dorf in die Kommentare, damit ich euch besuchen kann. Wieso ist denn hier jemand gestorben? Hä? Ja, meine Königin, die ist jetzt auch auf 5. Es hat ihre Spezialattacke. Richtig geil. Präsentiere sie gleich euch nochmal. Ihr müsstet sie kennen. Die meisten, denke ich mal, haben die auch schon auf 5. Ich freute schon auf Level 81, die auf Level 5 zu haben. Jetzt werde ich auch erstmal wieder die dunklen Truppen verbessern. Mehr. Zack, tot. Einfach geil. Die zieht sich einfach zurück und heilt sich normal wieder. Jo. So, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Infovideo war das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt viel erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst mich es wissen. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.